Sicherheit, Sehnsucht sucht einfache Antwort, will einfache Wahrheit in schwieriger Zeit. Will wissen, wo's lang geht, was richtig, was falsch ist, was gut ist, was böse, was schwarz ist, was weiß. Marschierende Massen, sie fühlen sich gut. Gemeinschaft macht stark, macht mächtig, viel Mut. Was nicht ins System passt, wird ignoriert. Niedergebrüllt und zur Lüge erklärt. Vom Wahn getrieben werden Grenzen verletzt. Was fremd wirkt, verfolgt, vom Mob gehetzt. Wir sind doch im Recht, man muss doch was tun. Wir sind die Retter dieser Nation. Sie fühlen sich verraten, sie fühlen sich belogen. Von denen da oben ums Leben betrogen. Seit Menschengedenken dasselbe Spiel. Schuld sind die anderen, wir selbst sind es nie. Verwundete Seele, verbitterter Geist. In verhärteten Herzen wächst Ängstlichkeit. Angst wird zu Wut, explodiert in Gewalt. Die Spirale des Bösen macht keinen Halt. Ohne mich! Wer andere schlecht macht, wird dadurch nicht besser. Die Fratze des Bösen grinst uns ins Gesicht. Brandstifter waschen die Hände in Unschuld, distanzieren sich zynisch, das wollten wir nicht. Sie spielen mit Ängsten, sie schüren die Sorgen. Ein Spiel mit dem Feuer, das viele vereint. Sie spielen mit Worten, gehen weit über Grenzen. Und hinterher heißt es, so war's nicht gemeint. Verwundete Seele, verbitterter Geist. In verhärteten Herzen wächst Ängstlichkeit. Angst wird zu Wut, explodiert in Gewalt. Der Strudel des Bösen macht niemals Halt. Ohne mich! Wer Neid, Hass und Wut sät, wird Wut und Hass ernten. Wie sollte aus Bösem Gutes entstehen? Wir hatten das schon mal und kennen die Folgen. Wohin uns das führt, haben wir doch gesehen. Es gibt durchaus Gründe für Angst und für Sorge. Wir wünschen doch alle sicher zu sein und stellen dann fest, dass das nur ein Traum ist. In Unsicherheit sind wir alle vereint. Egal welche Herkunft, egal welche Farbe, ganz gleich welcher Glaube, ob arm oder reich. Wir alle sind Menschen mit unserer Sehnsucht nach Heimat und Liebe, sind wir alle gleich. Ich möchte zuhören, möchte dich verstehen, möchte gern begreifen, was dich bewegt. Halt mich an der Hoffnung weiterhin fest, dass persönlich zu leben doch möglich ist. Fremde können Freunde sein, such was uns verbindet, was uns vereint. Wir gehören zusammen auf dieser Welt, einander zu achten durch mächtige Gewalt. Achtsamkeit vertreibt die Gewalt. Mitmenschlichkeit überwindet Gewalt.